Ja, heute ist wieder unser Weihnachtswebinar. Wir haben uns lange überlegt, was soll denn so ein Thema mal sein. Wir hatten ja schon Verschiedenes im Programm und uns dann gedacht, es könnte ja sein, alles das, was im technischen Service so im Jahr aufläuft, dass wir da mal so ein kleines Sammelsurium machen und haben dann festgestellt, Basics in the Lab, alles was seltsam ist, komisch. So, Basics in the Labs und dann festgestellt, naja, wir sind eine Elektrophorese-Firma, dann sollten wir auch genau das tun. Und das kennt sicher jeder auf der linken Seite, das Laborjournal unseres Mitarbeiters von vor über 30 Jahren, sagen wir mal 1984. Da sah der Schneemann in unserem Protokoll noch super aus. Und dann kamen ganz viele Doktoranden und sonstiges. Und ruckzuck sieht man nichts mehr, denn der Schneemann, der hat sich dann doch ein bisschen verändert und so geht das auch mit Protokollen und ähnliches. Und um das mal so ein bisschen zu erleuchten, haben wir uns heute das mal ausgedacht. Jetzt müsste auch die Judith da sein. Hi Judith, wie Hallo geht's? Marc, vielen Dank für die Vorstellung. Perfekt. Es geht. Hallo an alle Zuhörer und ich hoffe, wir können einige Rätsel, die zwischen Laborjournal 84 und 2016 liegen, etwas lösen und Ihnen auch eine kleine Erleuchtung zum Weihnachten geben. Genau, die Erleuchtung ist gut gesagt. Leider kann man die Karotte da oben auf dem Kopf nicht anzünden. Das wäre es eigentlich. Dann wäre es ja fast eine Kerze. Na gut, also haben wir mal alles Mögliche gesammelt und verschiedene Punkte aufgeschrieben, die in dem ganzen Arbeitslauf Elektrophorese als Überbegriff, ja, einem so über den Weg laufen. Das ist natürlich zum einen meine Probe und wie ich die vorbereite. Da kann es schon zu massig Fehlern kommen. Dann natürlich das Gießen der Gele. Da gibt es ganz viel zu beachten. Das Wichtigste haben wir uns überlegt. Darunter dann, bevor überhaupt das Gel dann mal fertig ist, gibt es natürlich auch beim Laufpuffer und bei den Bedingungen des Laufs einiges, was aus dem Ruder laufen kann. Dann haben wir noch einen Punkt der Färbung, des Plottens. Und schließlich bei der Detektion ganz viele, man nennt es ja Urban Rumors oder sowas, ja, die so kursieren. Zum Beispiel, wenn man auf die Sample Prep geht, da ist natürlich schon mal das erste Problem, dass in unseren Laboren, wo wir arbeiten, nicht nur unsere Landsleute sind, die der gleichen Sprache mächtig sind, sondern, und so soll es ja auch sein in der Wissenschaft, ganz, ganz viele Leute sind mit unterschiedlichem Background. Und das erste Problem, was kommt, sind sicherlich die Punkte und Kommas bei den Tausender-Trennzeichen. Da hat sich jetzt Deutschland, Österreich und Frankreich angewöhnt, dass man einen Punkt macht, um die Tausenderzeichen abzutrennen. In dem angloamerikanischen Raum bleibt man dann doch lieber beim Komma. Ein bisschen außergewöhnlich, aber gut, Schweiz ist natürlich immer etwas außergewöhnlich, was das angeht. Die machen auch mal einen Hochstrich. Und unsere Empfehlung an Sie ist, wenn Sie Laborbuch schreiben, vermeiden Sie das. Sondern, ja, ich habe jetzt mal so eine Science Flag dahin gemacht, eine Wissenschaftsflagge, dass man sich eben angewöhnt, die Tausender-Trennzeichen einfach mit einer Leerstelle oder voneinander zu trennen, damit eben nicht plötzlich aus 1000 Mikroliter dann doch ein Mikroliter wird oder 1,0 Mikroliter. Das geht nämlich ganz schnell und ruckzuck hat man die Mengen vertauscht und es klappt vorne und hinten nicht mehr, was man sich da so zusammenmischen möchte. Also mir ist es schon sehr oft passiert. Wie sieht es bei dir aus, Judith? Du auch schon Erfahrungen damit gehabt? Ja, auf alle Fälle. Das ist auch das, was
hier die Arbeit im technischen Service zum Teil etwas erschwert, da wir ja internationale Anfragen haben. Und da muss man auch höllisch auf diese Nomenklatur, nenne ich es mal, aufpassen, was der Kunde denn jetzt eigentlich genau wissen möchte. Also ist durchaus ein Beispiel auch aus dem täglichen Leben. Nicht nur aus dem Laborleben, sondern auch aus dem Leben des technischen Service bei der Firma Server. Dann kommen wir mal zu einem wesentlichen Bestandteil der Probenvorbereitung. Er besteht darin, Lösungen herzustellen. Da gibt es im Prinzip zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Einmal wird im Protokoll halt beschrieben, gebe x Milliliter der Lösung A zu y Milliliter der Lösung B, um ein bestimmtes Volumen dann zu haben. Das ist hier im ersten dargestellt, also man gibt halt 10 Milliliter Ethanol zu 10 Milliliter Wasser und bekommt dann eine Mischung aus Wasser und Ethanol. Eine andere Vorgehensweise ist, da gehe ich auch nachher nochmal bei dem Ansetzen von Puffern näher drauf ein, dass man auffüllt. Also man hat eine gewisse Menge Lösung vorliegen, deren Endvolumen aber noch nicht erreicht ist, weil man zum Beispiel einen pH-Wert einstellen möchte. Und da ist dann die Vorgehensweise, dass man nach der pH-Werteinstellung, weil da eben auch nochmal ein gewisses Volumen an Säure oder Lauge zukommt, erst danach auf ein gewisses Endvolumen auffüllt. Oder aber man hat eine Vorschrift, in der drin steht, dass man einen Feststoff und eine entsprechende Lösung zusammenmischt. Passend zu den Lösungen ein wirklich doch sehr prominentes Problem ist die Pufferherstellung und auch die pH-Werteinstellung. Normalerweise geht man da so vor, dass man also die Puffersalze vorlegt, das Lösungsmittel, in dem Fall ist es fast immer Wasser, zu etwa 80 bis 85% des gesamten Puffervolumens zugibt. Das derart nicht, dass halt die Salze dann komplett gelöst sind. Danach wird der Puffer durch Zugabe von Säure oder Lauge, je nachdem, ob man sich oberhalb des gewünschten pH-Wertes befindet, dann titriert man mit einer Säure. Wenn man sich unterhalb des gewünschten pH-Werts befindet, titriert man mit einer Base. Nachdem dann der pH-Wert eingestellt ist, dabei ist auch noch zu beachten, dass bei Verwendung von pH-Elektroden auch immer eine gewisse Zeit zur pH-Werteinstellung berücksichtigt werden sollte, da das eine Gleichgewichtsreaktion ist und das halt dann auch schon mal 5 Minuten dauert, bis sich dann ein konstanter pH einstellt. Nachdem man also das getan hat, füllt man dann, wie ich im Vorgängerbeispiel schon gezeigt habe, auf ein gewünschtes Endvolumen auf und mischt nochmal gründlich, sodass der Puffer dann auch eine homogene Lösung darstellt. Nun zu dem etwas kritischen Punkt der pH-Werteinstellung. Generell ist es so, dass man darauf achten muss, welche Pufferbestandteile denn in meinem Puffer drin sind. Sind es Phosphationen, sind es Natriumionen, sind es Kaliumionen oder Sulfationen, sodass ich dann daraus eben die Säure bzw. auch die Lauge ergibt. Beim PBS, ein klassisches Beispiel, setzt sich zusammen aus Natriumhydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat sowie auch Kaliumphosphat, sodass man als Säure zum Titrieren die Phosphorsäure einsetzt oder als Base zum Titrieren, da kann man dann wählen, entweder NaOH oder KOH. Auf keinen Fall
mit HCl oder zum Beispiel Calciumhydroxid arbeiten. Dadurch bringen sie einfach noch zusätzliche Ionen in den Puffer, die Puffereigenschaften und Leitfähigkeiten beeinflussen können. Als zweites Beispiel habe ich mal den Natriumacetatpuffer aufgeführt. Hier ist es halt auch so, dass man als Säure zum Titrieren die Essigsäure verwendet und nicht irgendwie eine Schwefelsäure oder auch eine Salpetersäure, macht hier keinen Sinn. Und da es sich halt um das Natriumacetat handelt, sollte man auch als Lauge dann die Natronlauge verwenden und nicht fremde Ionen über das zum Beispiel Lithiumhydroxid mit reinbringen. Also das ist ein wichtiger Punkt, der zu beachten ist. Wenn man am pH-Meter steht und pH-Werte einstellen will von Pufferlösungen, nicht einfach zu den erstbesten, das sind im Normalfall HCl und NaOH greifen, sondern sich bewusst machen, was habe ich in meinem Puffer drin und wo möchte ich mit dem pH-Wert hin. Dann auch ein wichtiger Punkt, der mir in den Jahren meines Studiums, aber auch schon während meiner Ausbildung immer wieder aufgefallen ist, dass natürlich neben den Molaritätsangaben, die für Pufferlösungen angegeben werden, gibt es natürlich auch die Volumen- oder Gewichtsprozent, die für bestimmte Lösungen auch angegeben werden. Bei den Volumenprozent ist die Angabe dahingehend zu verstehen, dass zum Beispiel werden 5% Gewichtsprozente NaCl angegeben, heißt das, dass 5 Gramm Natriumchlorid in 100 Milliliter Wasser vorliegen. Bei den Volumenprozenten verhält sich das etwas anders, da bezieht sich das dann eben nicht auf die Masse, sondern eben auf das Volumen, wie hier beim Ethanol, dann sind eben 5 Milliliter Ethanol in 100 Milliliter Wasser. Nur um das mal, also es ist ganz simple Prozentrechnung und ist eigentlich einfacher zu berechnen, als wenn man über Molaritäten zum Beispiel geht. Da braucht es immer noch das Molekulargewicht und also die Prozentigkeiten von Lösungen sind wesentlich einfacher zu berechnen. Dann ist ein wichtiger Punkt in der Probenvorbereitung, dass man aus seiner Probe für nachfolgende Analysen störende niedermolekulare Lösungsbestandteile wie Acid, Harnstoff entfernen möchte, ohne dabei aber das eigentliche Protein, was man analysieren möchte, zu verlieren. Deshalb kann man bei der Dialyse mit einer Faustregel arbeiten, indem man das Molekulargewicht des zu entfernenden Moleküls mal 5 nimmt, sodass man die untere Grenze Cut-off der Dialysemembran hat und zu verhindern, dass das Protein bei der Dialyse verloren geht oder Teile des Proteins, berechnet man die maximal mögliche den maximal möglichen Cut-off einfach dadurch, dass man das Molekulargewicht des Proteins mal 1/2 nimmt. Und in dem Beispiel jetzt beim Harnstoff, also müsste der Cut-off zwischen 300 Dalton und 33 Kilodalton liegen, sodass entsprechend die Produkte unserer Mikrodialyse mit einem Cut-off von 3,5 oder 6 bis 8 Kilodalton oder 12 bis 14 Kilodalton durchaus zu verwenden sind. Wenn man dann seine Probe entsprechend vorbereitet hat und wie Marc ja schon gesagt hat, wollen wir dann zur Elektrophorese übergehen. Was ist bei der Elektrophorese oder beim Herstellen der Elektrophoresegele zu beachten?
Also zum einen ist die Reaktion, die zur Polymerisation von dem Acrylamid führt, eine sogenannte Radikalkettenreaktion, bei der also Sauerstoff diese Polymerisationsreaktion inhibiert oder ja, stört. Deshalb sind dann, wenn Sauerstoff vorhanden, in der Lösung vorhanden ist oder zu viel Sauerstoff, werden halt mehr Reagenzien gebraucht, die Radikalkettenreaktion starten bzw. auch die Reaktion am Laufen halten. Deshalb empfiehlt sich vom Gele-Gießen aus der Acrylamidlösung den Sauerstoff durch Entgasung zu entfernen. Und das kann man dadurch machen, dass man die Flasche mit der Lösung einfach für 5 Minuten unterrühren an eine Vakuumpumpe hängt oder eine Wasserstrahlpumpe mit einer Waschflasche dazwischen geschaltet. Und dann sieht man schon, wie der Sauerstoff oder auch die gelöste Luft ausperlt. Und dann ist das Acrylamid entgast und kann dann auch für das Gelgießen problemlos eingesetzt werden. Also das war jetzt nicht Dalli-Click, auch wenn es erstmal so aussah. Entschuldigung, gerade ein technisches Problem. So, beim Auftragen der Proben auf die Gele, bei einer Vertikalgel-Elektrophorese zum Beispiel, wie es hier dargestellt ist, sollte man darauf achten, auch wenn die Taschen ein gewisses Maximalvolumen erlauben, zum einen nicht bis unter Lipo-Oberkante zu füllen, weil zum einen dahingehend ein Spillover passieren kann, also dass man Probe aus der einen Tasche in die benachbarte Tasche überführt, aber zum anderen führen halt solche Konzentration oder solche Überladungseffekte zu unschönen Effekten dann beim Gel, bei der Elektrophorese, sodass man dann halt wirklich stark gefärbte Probespuren, Proteinspuren sieht, die auch zum Beispiel im Western Plot sehr unschön dann aussehen. Also deshalb, wie auf der linken Seite gezeigt, eher nur bis zur Hälfte beladen, als wirklich das Maximale, die maximale Beladungsmenge einfüllen. Auch ist wichtig, ich versuche es jetzt gerade nochmal, Entschuldigung, auch ist es wichtig, eine Art Konzentrationsgradient in benachbarten Spuren zu vermeiden. Das heißt, selbst wenn Sie auf einem Gel nur, sagen wir mal, einen 10er Kamm haben, aber nur 5 Spuren beladen wollen, sollten Sie die restlichen 5 Spuren, die dann überbleiben, auf alle Fälle mit Probenpuffer, mit einfach Probenpuffer füllen, um eben solche Deformationen, wie ich das hier ganz links mal gezeigt habe, dass eine Spur völlig breit auseinanderläuft und eine andere Spur dann wieder doch zusammengedrückt wird. Um das zu vermeiden, ist eine gleichmäßige Beladung auch empfehlenswert. Also das heißt, zum einen Leerspuren vermeiden und gleiche oder ähnliche Salz- und Proteinkonzentration in benachbarten Spuren, sodass es eben diese Effekte, wie hier zu sehen sind, auch nicht gibt bei der nachfolgenden Elektrophorese. So, jetzt übergebe ich nochmal an den Marc. Ja, danke schön. Es ist doch interessant, ne? Kaum hat man auf der ersten Folie quasi das Symbol von Weihnachten
verstellt, ja, kriegt man es gleich auf den Deckel. Ja. Gleich kommt der Hammer von oben und die technischen Probleme, die häufen sich. Sollten uns das nächste Mal fürs Webinar echt überlegen, ob wir sowas nicht mehr machen. Vielleicht haben wir dann mehr Glück mit unserem Weihnachtsgott, den es wohl gibt. Ja, ganz ich kurz, wollte. Marc, Ja. ganz kurz. Es wäre natürlich auch zu überlegen, ich hatte ja das Stichwort DALI-Click in den Mund Ja. genommen, auch eine solche Präsentation vorzubereiten. Oh ja, DALI-Click wäre auch mal nicht schlecht. Stimmt. Ja, wir kommen zum Laufpuffer in der Elektrophorese. Da wird wirklich sehr häufig eine ganz wichtige Sache vergessen oder falsch gemacht, wie auch immer. Aber um das zu erklären, warum man das eben nicht tun soll, erkläre ich von links nach rechts dann genau nochmal, wie das mit den SDS-Page-Gelen, den Trisglyzin-Gelen, nach Lemli so funktioniert. Ganz links sieht man also eine Probentasche und das Sammelgel. In der Probentasche hat man ja, wie Judith schon gesagt hat, gerade seine Probe passend eingefüllt. Das heißt, da sind meine Proteine drin und ich habe aus dem Laufpuffer Glycin mit drin, was im Moment noch, das hat nämlich zwei Ladungen, eine positive und eine negative Ladung, bei dem pH-Wert von 6,8. Später ändert sich das, kommen wir aber gleich dazu. Das Gel habe ich gegossen, da ist ganz schön viel drin, aber alles ziemlich unwichtig für uns. Wichtig ist, dass Chloridionen drin sind und dass wir die negativ geladenen Sulfate drin haben. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Das sind die SDS-Moleküle, die haben ja einen langen unpolaren Schwanz und dann ein Sulfat als Rest. Schaltet man dann die Elektrophorese an, das wäre dann das zweite Bild von links, dann treten die Proteine ins Gel ein und verbinden sich da dann mit dem SDS, also sprich die unpolare Kette haftet sich ans Protein und das Sulfat, was negativ geladen ist, glotzt raus. Das Glycin wandert auch ein, ist immer noch relativ ungeladen, ganz ungeladen ist es nicht, aber fast, bei pH 6,8. Das ist ja der pH-Wert, den ich beim Trenngelpuffer auch einstelle. Und was dann passiert, ist sehr interessant. Man hat die Chloridionen, die ja relativ, was heißt, die sehr schnell sind, weil sie klein sind, und die relativ trägen Glycinmoleküle. Die sind träge, nicht weil sie groß sind, die sind auch relativ klein, aber die sind eben ja sehr schlecht mobil durch die fast ausgleichende Ladung. Und dann entsteht so eine genannte, ein Voltgradient zwischen diesen beiden. Und das Chlorid kann nicht so schnell voraus, wie es gerne möchte. Und das Glycerin, das Glycin kommt nicht so schnell hinterher, wie es eigentlich will. Und somit ist es wie so ein Sattelschlepper. Chlorid ist die Führkammer, Glycin ist der Aufleger und in diesem Aufleger drin hängen dann die Proteine dazwischen. Und so laufen diese Proteine in dieser schönen Zone, in dem Trenngel ganz langsam nach unten. Dadurch bekommt man eben die gewünschte Trennschärfe, die man haben möchte. Der dritte Teil dieser Grafik von links aus gesehen ist dann der Moment, wo dieser Sattelschlepper, sage ich jetzt mal so, in das Trenngel einwandert. Da ändert sich dann der pH-Wert, den hat man ja vorher beim Gießen auch eingestellt, auf 8,8 und als Laufpuffer-Basis haben wir hier Trisbase, die dann immer nachläuft und dafür sorgt, dass der Strom gut läuft. Sobald das Glycin in den pH 8,8 eintritt, ändert es seine Konformation, also nicht Konformation, seine Ladung. Das Plus wird gesättigt und es ist nur noch Minus geladen und somit dann auch genauso schnell wie das Chloridion, und Chlorid und Glycin rauschen unten aus dem Gel raus und die einzigen Moleküle, die da noch da sind und sich dann wunderschön auftrennen, sind eben diese sulfatbeladenen Proteine. Jetzt kommen wir zu dem Fehler, der häufig auftritt. Viele
titrieren sowohl oder stellen den pH-Wert ein bei dem Trenn- und bei dem Sammelgelpuffer und denken sich dann, ach ja, dann mache ich das doch auch mal im Laufpuffer. So, dann wird schön der Laufpuffer mit HCl titriert oder noch viel schlimmer, der Klassiker im Laborschrank, man guckt immer bloß auf die ersten paar Buchstaben, findet Tris, nimmt sich Tris und hat dann statt der Tris-Base das auch käuflich erwerbbare Tris-HCl gegriffen. Das ist derselbe Effekt. Und was eben dann passiert, was man nicht möchte, ist beim Eintritt in pH 8,8 läuft ständig HCl hinterher aus meinem Laufpuffer und es kommt eben zu einer Ansäuerung des, ja, des ganzen Systems. Glycin bleibt eben teilweise neutral oder annähernd neutral geladen. Und das Chlorid und dieses Glycin haben wieder so ein Voltgradient, nicht so stark wie bei 6,8, aber trotzdem vorhanden. Und merken tut man das daran, dass dann das Gel richtig langsam läuft und auch die Auftrennung zwar stattfindet, aber eben nicht so, wie man es gewohnt ist. Deswegen unser Rat an dieser Stelle, sehr häufig im technischen Service, immer darauf achten, nehme ich beim Laufpuffer auch wirklich die Tris-Base aus meinem Schrank raus und am besten einfach alles abwiegen für den Laufpuffer, zusammenschütten, Wasser drauf, rühren lassen und dann den pH messen. Und wenn der Pi mal Daumen stimmt, dann so lassen. Nichts titrieren, gar nichts machen, einfach verwenden. Wenn er so weit auseinander ist, dass er da kaum drankommt an den pH-Wert, dann sollte man sich sowieso überlegen, ihn neu anzusetzen, aber niemals mit HCl dann nochmal versuchen, da was ja, zu verändern an der ganzen Geschichte. Nachdem man also nun angefangen hat, die Elektrophorese zu starten, sind auch die Laufkonditionen ein sehr häufig gemachter Fehler. Viele denken, naja, ich setze ein Gel ein, lasse es laufen und ja, heute habe ich mal ein zweites Gel, lasse ich es bei denselben Bedingungen laufen und schon hat man die 40 am Ende gewählt und landet beim technischen Service der Firma Serva und sagt, mein Gel läuft zu langsam. Ja, nicht nachgedacht, sondern mitgemacht. Es ist nämlich so, dass ich die Parameter, die man hat, wie folgt darstellen. Die Milliampere, die man einstellt, die beziehen sich auf den ja, Standfuß oder die Fläche des Gels. Und die Volt, die beziehen sich auf die Laufstrecke. Das bedeutet also, wenn ich jetzt ein zweites Gel mache, das heißt, mein Durchmesser vom Gel verdoppelt sich, dann muss man natürlich auch die doppelte Milliampere-Zahl einstellen. Ansonsten läuft es eben nur halb so schnell. Wenn man sich überlegt, naja, die ganze Zeit hatte ich irgendwie 8 cm lange Gele gemacht, ich will aber noch ein bisschen mehr rauskitzeln, heute gieße ich mir mal ein 10 cm langes Gel, dann muss ich darauf achten, dass ich eben 8/10 davon mehr an Volt drauf gebe, um dasselbe Ergebnis zu erhalten. Also sich bitte dieses Bild gut merken, Milliampere der Durchmesser. Durchmesser ist dann bei der SDS-Page zum Beispiel ein Gel, zwei Gel, vier Gele, zwei Kammern, wie auch immer, da immer schön mal nehmen und die Länge des Gels, die bleibt einfach unverändert, wenn man nicht anfängt, kürzere oder längere Gele gießen zu wollen oder zu müssen. Nach der Elektrophorese wollen wir natürlich färben, wahrscheinlich, wenn ich nichts anderes sonst tue. Und da gibt es auch ganz viele Dinge zu beachten. Ich habe mal eine Tabelle gemacht mit den klassischen ja, Färbelabels, die es für SDS-Page so gibt. Das ist das Arbeitspferd des Labors, das Komasi, die Blaufärbung. Dann hat man sehr häufig eine Silberfärbung. Manche nehmen ein Total Protein Fluorescent Staining und ich hoffe bald viele mit unserem tollen Produkt Serva Lightning Red demnächst auch ein Fluoreszent Label. Da muss man sich natürlich immer im Klaren drüber sein, was ich denn sehen will. Das heißt, das ist das Sensitivitäts
ja, Limit. Komasi schafft gerade mal so 20 Nanogramm, manchmal so auch, sogar auch 10, wenn man ein gutes kolloidales Komasi hat. Silber, je nachdem, was für ein Silber-Kit man benutzt, kommt man schon ganz schön weit runter, bis 200 Pikogramm. Also fast so gut oder genauso gut wie das Total Fluorescent Staining, was es gibt, zum Beispiel das Server Purple, früher hieß es Lava Purple, wie auch immer. Und am allerbesten ist natürlich eine Fluoreszenz-Label, also sprich ein ja, leuchtendes Epitop, was man dann an ein Lysin zum Beispiel binden kann. Das wäre dann in dem Fall unser Lightning Red. Man muss sich aber auch überlegen, ob es quantitativ ist, weil manchmal möchte man ja eine Konzentrationsreihe auftragen und das A mit B vergleichen. Das geht beim Komasi Blue erstaunlich gut. Viele denken beim Silber auch, dem ist aber nicht so. Silber, warum, ist keine Endpunktbestimmung. Das heißt, lasse ich mein Gel länger drin, wird es immer dunkler, bis es im Endeffekt kohlrabenschwarz ist. So der Effekt eines Fotos, was man eben zu lang in der Entwicklerlösung gelassen hat. Und natürlich die ganzen Fluoreszenz, Farbstoffe und Labels sind natürlich besonders gut quantitativ auswertbar. Ja, das war so der Überblick. Wenn man sich jetzt mal die Zeit anguckt im Labor, die man so verwendet, und da kann ja jeder nach diesem Webinar mal zu seinem Laborbuch gehen. Silberstain ist natürlich extrem langwierig, weil man fixieren muss nach der Elektrophorese, dann wird gefärbt, sensitivisiert, gewaschen, dann kommt Silber drauf, der Entwickler gestoppt. Also sprich, irgendwann nach 4 bis 5 Stunden hat man dann endlich mal sein Bild. Ätzende Nummer, nicht zu vermeiden. Komasi allerdings ist ja viel schneller, ne? Die meisten fixieren mal zackig nach der Elektrophorese, legen es dann so ein bisschen in den Farbstoff ein, meistens so 20 bis 30 Minuten. Wie gesagt, kann ja jeder mal in seinem Laborbuch nachher gucken, wie lang. Dann wird entfärbt und wenn man dann einigermaßen was sieht, dann wird auch gleich ein Bild gemacht. Ich habe dahinter geschrieben, really? Wirklich? Es ist eben nicht so. Komasi ist quantitativ auswertbar und auch am besten gefärbt, wenn es über Nacht gefärbt wird. Das hat sich im Laufe der Jahre aus unseren Laborbüchern weit, weit entfernt. Selbst diese, ja, wie nennen sie manche Firmen, Quick Stains oder Visible Stains vom Komasi, also sprich, man legt das Gel rein und kann dabei zugucken, wie es färbt. Selbst diese haben ihren besten Färbeeffekt, wenn man es über Nacht macht. Also für zukünftige Veröffentlichungen oder quantitative Auswertungen, bitte, bitte länger färben und richtig gut entfärben, dann kann man mit Komasi auch sehr viel Spaß haben. Ist einem das alles zu lang, dann kann man immer noch sagen, gut, ich rufe mal bei der Server an, die haben einen Fluoreszenz-Label, da labelt man nämlich seine Probe 30 Minuten vorher mit dem Label, gibt die auf die Elektrophorese auf und dann kann man gleich zu einem Imager laufen, der die Farbe detektieren kann und schon hat man sein Bild und muss sich über so Sachen wie quantitativ und über Nachtfärben gar keine Gedanken mehr machen. Wenn man nicht färben will, dann wird man wahrscheinlich meistens blotten. Beim Blotten hat man verschiedene Möglichkeiten, die Membran zu verwenden. Zum einen gibt es so die sogenannte Nitrocellulose-Membran, NC abgekürzt, und die PVDF-Membran. Ich habe mal hier so eine Tabelle gemacht, was der Unterschied ist. Die Bindekapazität ist bei der Nitrocellulose ein bisschen geringer, bei der PVDF ein bisschen höher. Also meistens wird da aber kaum ein Augenmerk drauf gelegt. Es klappt mit der einen, also nehme ich die auch weiter. Viele benutzen PVDF lieber, denn die Nitrocellulose ist doch schon ziemlich zerbrechlich und geht schnell kaputt im trockenen Zustand. Die ist also sehr, sehr schwierig
zu handeln, hat aber den Vorteil, dass man sie nicht aktivieren muss. Anders da als beim PVDF. Da muss man wirklich mit Methanol die Aktivierung starten. Warum? Weil die PVDF-Membran nämlich hydrophob ist, und gibt man da nicht vorher Methanol drauf, dann prallen die Proteine einfach dran ab, weil sie nirgendwo dran haften können und das Plotting ist schief gegangen. Wird sehr häufig falsch gemacht, mal vergessen. So im Arbeitsablauf ist mir selber auch schon passiert. Ach ja, die lege ich mal zackig in meinen Transferpuffer rein und baue auf. Und ja, nach dem Aufbauen habe ich dann gemerkt, hoppla, da war irgendwas falsch. Passiert schon mal. Die Besonderheiten von Nitrocellulose ist, dass sie doch einen sehr schwachen Background hat, und die PVDF, dass sie für die Gasphasensequenzer danach noch geeignet ist. In sehr vielen Laborbüchern oder Laboren an sich wird mittlerweile großgeschrieben, alles was giftig ist, und Methanol ist giftig, deswegen ist da auch dieser Totenschädel, bitte nicht mehr in unserem Labor. Und da haben sich dann viele Leute überlegt, na, was mit Methanol geht, geht mit Ethanol auch, ist ja bloß ein Kohlenstoff mehr dran. Haben sie recht, geht auch, ja, deswegen Daumen hoch von unserem Oberheld, aber man muss besonders aufpassen auf die Qualität, die man einkauft. Man sollte darauf achten, dass das Ethanol wirklich zu 99,5% mindestens rein ist und nicht irgendwelche Zusatzstoffe oder sogar noch Wasserreste drin hat, denn dann funktioniert diese Aktivierung und auch die, der Ansatz des Transferpuffers nicht mehr so besonders toll. Also immer schön aufpassen, Qualität einkaufen, dann klappt es auch mit dem Ethanol. Wenn man dann geplottet hat und sein Antigen aufgegeben und dann entwickelt mit allen möglichen Substraten für die Horseradish-Peroxidase, dann gibt es immer noch zwei Sachen. In den manchen Laboren ist eben die Filmentwicklung nach dem Blotting immer noch modern, beziehungsweise heißt modern, man hat das Gerät halt da. Manche Gruppen, die benutzen aber neuerdings auch CCD-Kameras, die das Licht der Horseradish-Peroxidase aufnehmen können. Und gerade wenn man umstellt, sehr häufig passiert im letzten Jahr, weil wir jetzt ja auch ein tolles Chemilumineszenzgerät haben, man schreibt uns an, ruft uns an und sagt, komisch, ich muss ja bei meinem neuen Imager, den ich gekauft habe, die Zeit viel, viel länger einstellen, bis ich das sehe, was ich auf meinem Film vorher gesehen habe. Na, kein Wunder, wenn man sich mal das Bild anguckt, der Film, der entwickelt wird, der liegt ja direkt auf der Membran drauf, meistens nur eine Frischhaltefolie dazwischen, und beleuchtet natürlich in einem relativ geringen Raum meine Bande. Bei der CCD-Kamera ist es anders, da leuchtet die Membran nach oben, meistens sind die so 50 cm hoch, treffen auf eine Linse, werden dann nochmal gebündelt und treffen dann dort auf einen Mikrochip, der die Signale umwandelt in hell-dunkel. Wie man schon hier sehen kann, ist natürlich das Licht, was meinen Film entwickelt, viel konzentrierter. Das bedeutet, wenn ich das zu lange mache, dann habe ich gleich eine Überbelichtung, und durch die pure Wegstrecke zur Linse streut sich ja das Licht in einem Imager viel weiter auf und wird auch nicht mehr so stark gebündelt, also zum Mikrochip hin, als wenn man das mit Membran-Film-Kombination macht. Und deswegen ist es ganz normal, wenn man wechselt von Film auf CCD-Kamera, dass man eben nicht die üblichen 1, 5, 10 Sekunden einstellt, sondern da kann es schon mal sein, dass man zwischen einer halben Minute und 5 Minuten aufnehmen muss. Eine weitere Sache, wo ich gerade dabei war, mit
wir wollen nichts Giftiges mehr im Labor haben. Ethidiumbromid ist total out. Deswegen jeder stürzt sich auf die Ersatzfarbstoffe, weil die eben nicht mehr kanzerogen sind und auch viel einfacher entsorgbar sind. Und die denken dann, ja, ja, ich kaufe die einfach mal ein und nehme ja das Detektionsgerät, was ich da für Ethidiumbromid habe, gerade dafür und stellen dann fest, ach Gott, ist dieses Produkt so schlecht, da kommt ja überhaupt nichts dabei raus. Hier ist die Erklärung dafür, auch sehr häufig passiert in den letzten 2 Jahren. Die rote Linie hier, die wahrlich rote Linie, ist das Spektrum von Ethidiumbromid beziehungsweise auch von roten Ersatzfarbstoffen zu Ethidiumbromid. Die haben ihr Anregungsmaximum so zwischen 250 und 300 Nanometer, was dann hier unserer UV-Röhre entspricht. Aber sie haben auch ein zweites Maximum, wenn man mal hier schaut, nämlich so ungefähr bei 510, 520 Nanometer. Das kann man sehr wohl auch mit Blaulicht anregen. Ganz anders da sind die grünen Ersatzfarbstoffe. Die sind nämlich genau umgedreht. Die haben auch ein kleines Maximum hier bei dem UV-Bereich, aber ihr Hauptmaximum eben im Bereich 480, also Blaulicht. Was passiert jetzt also, wenn ich vorher Ethidiumbromid genommen habe mit UV und wechsle jetzt auf einen grünen Ersatzfarbstoff, dann sehe ich das auch, aber eben, naja, das können wir jetzt mal über den Daumen brechen, bestimmt 8-mal geringer in der Intensität. Genauso ist es, wenn ich ein Blaulichttisch mir gekauft habe und ein grüner Ersatzfarbstoff drauf und irgendein anderer Doktorand kommt auf die Idee, nee, ich mache jetzt aber das Ethidiumbromid noch leer und außerdem habe ich das ja schon immer benutzt und gehen dann mit Ethidiumbromid auf den Blaulichttisch, um das anzuregen, dann hat man natürlich im Gegenzug dazu bei dem grünen Ersatzfarbstoff eine viel höhere Intensität, auch wieder so 8 bis 10 Mal stärker als das Ethidiumbromid. Deswegen bitte, bevor jemand denkt, das Produkt ist kaputt, dieses Bild hernehmen und sich nochmal überlegen, wo muss ich denn was drauf anregen, damit ich das Beste aus meinem Gel herausbekomme. Na? No?